Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Manfred Berg. Ich bin Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg und stellvertretender Direktor des Heidelberg Center for American Studies. Ich habe heute Abend die Ehre, Ihnen unseren Gastredner Professor Simon Wendt von der Universität Frankfurt vorzustellen. Gestatten Sie mir, dass ich mit einer persönlichen Bemerkung beginne. Ich kenne den heutigen Gastredner seit mehr als 20 Jahren persönlich. Er war in den Jahren 2000 bis 2004 mein Doktorand an der FU Berlin und in den Jahren 2005 bis 2008 mein wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität Heidelberg. Für jeden Hochschullehrer ist es eine ganz besondere Freude zu sehen, wenn begabte Schülerinnen und Schüler erfolgreich ihren Weg in der akademischen Welt gehen. Simon Wendt, das lässt sich mit Fug und Recht sagen, hat seinen Weg gemacht. Herr Wendt studierte zunächst Geschichte an der Universität Freiburg und nutzte dann einen Studienaufenthalt in den USA, um an der University of Wisconsin in Madison einen Master zu erwerben. Das Thema seiner Masterarbeit, nämlich die Geschichte bewaffneter Selbstschutzgruppen innerhalb der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sollte prägend für seine weitere wissenschaftliche Laufbahn werden. Als er sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland bei mir nach einer Promotionsmöglichkeit erkundigte, schlug ich ihm vor, doch diese ungeheuer wichtige und bis dahin lange vernachlässigte Fragestellung zu einer Dissertation auszubauen. Bereits 2004 promovierte Simon Wendt mit der Arbeit The Spirit and the Shotgun, Armed Resistance and the Struggle for Civil Rights, summa cum laude, an der FU Berlin. Das Buch erschien 2007 bei der University Press of Florida und fand in der amerikanischen und der deutschen Geschichtswissenschaft, der internationalen Geschichtswissenschaft, breite Resonanz. Der Autor zeigt darin, dass bewaffnete Selbstverteidigung eine lange Tradition in der Bürgerrechtsbewegung hatte und keinesfalls als radikales Gegenprogramm zum Prinzip des gewaltlosen Protestes verstanden werden sollte. Simon Wendt sieht Selbstverteidigung vor allem in afroamerikanischen Männlichkeitsidealen verwurzelt. Die gelungene Verbindung von Race und Gender, so kann man wohl feststellen, ist zur Grundlage eines überaus fruchtbaren Forschungsprogramms geworden, in dem insbesondere die Geschichte des Heldentums eine zentrale Rolle einnimmt. In seiner zweiten großen Monographie, einer Studie über die konservative amerikanische Frauenorganisation Daughters of the American Revolution, die kürzlich ebenfalls in der University Press of Florida erschien, erweitert Herr Wendt sein Erkenntnisinteresse noch um den Aspekt der Erinnerungskultur. Darüber hinaus ist er der Herausgeber von 9 Sammelbänden und Autor zahlreicher Aufsätze. Als innovativer Nachwuchswissenschaftler gelang es Simon Wendt 2008 im Rahmen der Exzellenzinitiative seine eigene Nachwuchsgruppe hier an der Uni Heidelberg einzuwerben. 2010 folgte der Ruf auf eine Juniorprofessur an die Universität Frankfurt, wo er sich 2016 auch habilitierte. Inzwischen ist er Inhaber einer Professur für amerikanische Geschichte am Institute of English and American Studies an der Goethe-Universität, der er im vergangenen Jahr auch die Treue hielt, als ihn ein Ruf an die Universität Kassel erreichte. Darüber hinaus war Simon Wendt Fellow am Deutschen Historischen Institut in Washington, am Historischen Kolleg in München und Gastprofessor an der Universität Freiburg. Simon Wendt wird heute Abend über die Black Lives Matter-Bewegung und insbesondere über die Frage sprechen, ob sie eine neue Bürgerrechtsbewegung darstellt. Die zahlreichen spektakulären Fälle tödlicher Polizeigewalt gegen unbewaffnete und wehrlose Schwarze haben in den vergangenen Jahren den strukturellen Rassismus in der US-Polizei und in der Strafjustiz ins Bewusstsein nicht nur der amerikanischen Öffentlichkeit, sondern der Weltöffentlichkeit gerückt. Black Lives Matter ist als Bewegung jedoch
durchaus umstritten. Vielen weißen Amerikanern gilt sie als radikale anarchistische Gruppierung, die die Polizei abschaffen möchte. Ihre Anhängerinnen und Anhänger sehen in BLM dagegen die zeitgemäße Fortsetzung des langen historischen Kampfes der Afroamerikaner und anderer Minderheiten gegen Rassismus und Unterdrückung. Eines Kampfes, der nur mit radikalen Mitteln und Zielen geführt werden kann. Mit Simon Wendt haben wir heute Abend einen Experten gewinnen können, der wie kaum ein anderer sowohl die aktuellen als auch die historischen Dimensionen von Black Lives Matter einzuordnen versteht. Lieber Simon, ich freue mich, dich in der Ringvorlesung Quo Vadis als Gastredner begrüßen zu dürfen und bitte dich um deinen Vortrag. Ich bedanke mich für die schmeichelhafte Einführung und die Einladung nach Heidelberg. Und ich freue mich, heute über ein Thema sprechen zu können, das auch nach der Präsidentschaftswahl vom November 2020 nichts an Aktualität verloren hat: den afroamerikanischen Freiheitskampf im 20. und 21. Jahrhundert. Schauen wir uns zunächst diese zwei Fotografien an. Sie halten zwei Schlüsselmomente in der Geschichte des afroamerikanischen Kampfes gegen Rassismus fest. Links sehen wir den berühmten March on Washington im August 1963, als sich mehr als 200.000 Menschen vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C. versammelten, um für ein Ende der Rassendiskriminierung in den USA zu demonstrieren. Es war während dieser Demonstration, dass der Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte I Have a Dream Rede gehalten hat. Das rechte Bild zeigt einen von Hunderten von Protesten, die in allen Teilen Amerikas im Mai und Juni 2020 als Reaktion auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd organisiert wurden. Am 25. Mai war Floyd während seiner Verhaftung in Minneapolis, Minnesota, durch einen weißen Polizisten erstickt worden. Und Millionen von Menschen gingen in den nächsten Wochen auf die Straße, um ihrer Wut über seinen sinnlosen Tod Luft zu machen. Die Black Lives Matter-Bewegung hatte seit Jahren gegen rassistische Polizeigewalt protestiert und war hauptverantwortlich für die beispiellose öffentliche Beteiligung an den Demonstrationen. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 2020 so viel mehr Amerikaner gegen Rassismus auf die Straßen gingen, drängt sich eine Frage förmlich auf. Ist Black Lives Matter die neue Bürgerrechtsbewegung? Ich möchte heute versuchen, diese Frage zu beantworten. Um herauszufinden, inwiefern Black Lives Matter als neue Bürgerrechtsbewegung verstanden werden kann, will ich die zwei sozialen Bewegungen anhand von vier Aspekten miteinander vergleichen. Ich werde Ihre Ziele anschauen, Ihre Proteststrategien, Ihre Mitglieder und Ihren Führungsstil und schließlich Ihre Erfolge. Was die Erfolge von Black Lives Matter angeht, ist ein Vergleich natürlich etwas unfair. Existiert die Bewegung doch erst seit circa 6 Jahren. Dennoch lohnt sich eine vergleichende Perspektive. Zum einen lassen sich bereits erste Tendenzen erkennen und zum anderen zeigt der Vergleich, wie sich der afroamerikanische antirassistische Aktivismus seit den 60er Jahren gewandelt hat. Blicken wir also zunächst auf die Bürgerrechtsbewegung. In Bezug auf die zeitliche Eingrenzung ist es wichtig zu verstehen, dass diese soziale Bewegung sich nicht nur auf die 50er und 60er Jahre beschränkte. In der geschichtswissenschaftlichen Forschung wird seit einiger Zeit von der langen Bürgerrechtsbewegung gesprochen, die eigentlich schon im frühen 20. Jahrhundert anfing und circa 1975 endete. Die Zeit gewaltloser Massenproteste zwischen 1955 und 1965 wird dabei natürlich als die wichtigste Phase der Bewegung angesehen, aber Historiker betonen mittlerweile die vielen Verbindungen zwischen verschiedenen Formen des Aktivismus im 20. Jahrhundert. Bereits 1909 wurde die National Association for the Advancement of Colored People gegründet, die vor Gericht für Rechte von Afroamerikanern stritt. Der Zweite Weltkrieg war ebenfalls eine Zäsur, weil er neue Bürgerrechtsorganisationen vorbrachte, zum Beispiel den Congress of Racial Equality.
aber auch neue Generationen von Aktivistinnen und Aktivisten, die eine wichtige Rolle während der Bürgerrechtsbewegung nach 1955 spielen würden. Und schließlich sind auch die Beiträge der Black Power-Bewegung von großer Bedeutung, weil sie Formen der Diskriminierung anprangerte, die in der Phase der gewaltlosen Massenproteste vernachlässigt wurden. Welche Ziele verfolgte diese lange Bürgerrechtsbewegung? Bevor wir über ihre Ziele sprechen, müssen wir uns zunächst vor Augen führen, mit welcher Situation die afroamerikanische Bevölkerung konfrontiert war nach dem Ende der Sklaverei im Jahr 1865. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wurden zwar Verfassungszusätze verabschiedet, die schwarzen Menschen die gleichen Rechte wie weißen Menschen zusichern sollten, aber Afroamerikaner wurden trotzdem zu Bürgern zweiter Klasse gemacht. Im Süden der USA wurde ein gesetzlich legitimiertes System der Rassentrennung eingeführt, das sich auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens auswirkte, zum Beispiel auf öffentliche Verkehrsmittel, den Einzelhandel oder Schulen. Schwarze Bürgerinnen und Bürger wurden überdies von Wahlen ausgeschlossen. Sie wurden von Polizisten misshandelt und erhielten vor Gericht für kleinere Vergehen härtere Strafen als Weiße. Sie hatten aufgrund getrennter und schlecht finanzierter Schulen schlechte Bildungschancen. Und auch auf dem Arbeitsmarkt wurden sie diskriminiert. Weiße Südstaatler stellten zudem massive Gewalt ein, um die schwarze Bevölkerung einzuschüchtern. Obwohl Afroamerikaner außerhalb des Südens tatsächlich wählen konnten, war rassistische Diskriminierung und Gewalt auch im Norden gang und gäbe. Es gab dort allerdings keine gesetzliche Legitimierung für diese Diskriminierung und die große Mehrheit der schwarzen Bevölkerung lebte im Süden bis zum Zweiten Weltkrieg. Das Hauptziel der Bewegung war es, das System der gesetzlich legitimierten Rassentrennung und Wahlentrichtung im amerikanischen Süden zu beenden. Dabei wurde mit der Zeit klar, dass dies nur mit Hilfe des Eingreifens der amerikanischen Regierung und des US-Kongresses möglich sein würde. Neue Bürgerrechtsgesetze waren erforderlich, um die rassistische Diskriminierung im Süden zu beenden. Es ging also Aktivisten wie Martin Luther King darum, Reformgesetze auf den Weg zu bringen, die innerhalb des existierenden politischen Systems eine gerechtere Gesellschaft im amerikanischen Süden schaffen würden. Vor allem Mitglieder der Black Power-Bewegung stellten außerdem Jahrhunderte rassistischer Stereotype in Frage und argumentierten ganz im Gegensatz zu Martin Luther King, dass Reformen nicht ausreichen würden, um Rassismus im Süden oder im Norden auszumerzen. Sie glaubten nicht, dass Bürgerrechtsgesetze dazu beitragen würden, Polizeigewalt einzudämmen oder die Armut in schwarzen Gemeinden zu bekämpfen. In Bezug auf das Ziel, Stereotype in Frage zu stellen, ging es der Black Power-Bewegung darum, den Mythos weißer rassischer Überlegenheit und scheinbarer schwarzer Minderwertigkeit zu widerlegen. Die Idee menschlicher Rassen ist ein soziales Konstrukt, das heißt, es gibt keine menschlichen Rassen. Aber sehr viele weiße Amerikaner glaubten an die Existenz einer Rassenhierarchie, in der schwarze Menschen ganz unten standen. Welche Strategien setzte die Bürgerrechtsbewegung nun ein, um diese Ziele zu erreichen? Man kann hier zwischen vier Hauptstrategien unterscheiden. Die erste Strategie ist eine juristische Strategie. Sie wurde vor allem von der bereits erwähnten National Association for the Advancement of Colored People verfolgt. Und das Ziel war, die Rechte von Afroamerikanern vor Gericht zu erstreiten. Einer der größten Erfolge dieser Strategie kam im Jahr 1954, als der oberste Gerichtshof der USA in Brown v. Board of Education die Rassentrennung an Schulen für verfassungswidrig erklärte. Sicherlich die erfolgreichste Strategie war gewaltloser Massenprotest. Diese Protestform wurde ab 1955 eingesetzt und reichte von Großdemonstrationen wie dem eingangs erwähnten March on Washington über sogenannte Sit-ins bis hin zu gewaltlosen Protesten in zahlreichen Gemeinden im amerikanischen Süden. Mit diesen Protesten forderten schwarze Aktivisten die Gesetze der Rassentrennung aktiv und offen heraus und riskierten damit Verhaftungen und Gewalt rassistischer Polizisten. Martin Luther King und andere Bürgerrechtler setzten diese medial verbreiteten Proteste strategisch ein, um dem weißen Amerika die Ungerechtigkeit der Rassentrennung vor Augen zu führen
um die öffentliche Ordnung auf lokaler Ebene so zu stören, dass Politiker ihre Forderungen nicht mehr ignorieren konnten. Der Versuch, die weiße Bevölkerung dazu zu bewegen, die Ziele der Bewegung zu unterstützen, war eng verbunden mit der Selbstdarstellung der Bewegung und dem Deutungsrahmen, in den ihre Ziele eingebettet waren. Warum sollten weiße Amerikaner die Bewegung unterstützen? Die Antwort von Martin Luther King und anderen war: Weil wir gottesgläubige, gewaltlose und unbescholtene Bürger sind, die vergeben können und die nur das fordern, was die amerikanische Verfassung doch eigentlich garantieren sollte: gleiche Rechte und Chancengleichheit. Diese Strategie war sehr erfolgreich, weil sie verhinderte, dass schwarze Demonstranten in erster Linie als Bedrohung wahrgenommen wurden und weil sie signalisierte, dass das schwarze Amerika keinen Hass gegenüber ihren Mitmenschen empfand. Die amerikanische Verfassung und die damit verbundenen Werte waren schließlich etwas, mit dem sich auch weiße Amerikaner identifizieren konnten. Diese Strategie wird oft als Politics of Respectability bezeichnet, also als Politik des Ansehens. Die Bürgerrechtsbewegung versicherte damit weißen Amerikanern, dass die Werte der Bewegung mit denen weißer Mittelklassebürger voll vereinbar waren. Man sollte in diesem Zusammenhang natürlich betonen, dass weiße Südstaatler die gewaltlose Bürgerrechtsbewegung durchaus als Bedrohung wahrnahmen. Und auch das FBI überwachte zum Beispiel alle wichtigen Aktivisten und Organisationen und versuchte sogar Martin Luther King in den Selbstmord zu treiben. Aber sehr viele weiße Amerikaner außerhalb des Südens unterstützten die Ziele der Bewegung. Aber die Bewegung bestand nicht nur aus gewaltlosen Demonstrationen. Ein Teil der Bewegung konzentrierte sich auch auf lokale Graswurzelinitiativen im amerikanischen Süden. Dort versuchten Aktivisten zum Beispiel, afroamerikanische Bürgerinnen und Bürger trotz der Gefahr für sich und ihre Familien dazu zu bewegen, sich als Wähler zu registrieren, um möglicherweise rassistische Polizeichefs oder Politiker aus dem Amt zu wählen. Gleichzeitig wurde versucht, einige dieser Menschen zu Führungspersönlichkeiten zu machen, die den Freiheitskampf nach dem Weggang von Bürgerrechtsorganisationen fortsetzen konnten. Schließlich muss man den schwarzen Nationalismus der Black Power Bewegung als Strategie nennen, die sich klar vom Ansatz der Bürgerrechtsbewegung, das heißt dem Mainstream der Bürgerrechtsbewegung, absetzte. Einige Mitglieder der Bewegung interpretierten Black Power in erster Linie als politische oder als wirtschaftliche Macht. Aber viele andere waren Vertreter eines schwarzen Nationalismus, der den Mythos der weißen rassischen Überlegenheit scharf kritisierte, Schwarzsein positiv besetzte und propagierte, dass Afroamerikaner sich in ihrem Kampf für Freiheit auf sich selber konzentrieren müssten. In manchen Fällen gingen Aktivisten sogar so weit, dass sie einen eigenen schwarzen Staat auf dem Territorium der USA forderten und sie verlangten zudem Reparationen für Jahrhunderte rassistischer Unterdrückung. Die Black Power Bewegung ist wichtig für unseren Vergleich, den Vergleich zwischen der Bürgerrechtsbewegung und Black Lives Matter, weil sie für den schwarzen Aktivismus im 21. Jahrhundert als ebenso einflussreicher Impulsgeber angesehen werden muss wie die Vertreter des gewaltlosen Protests. Die Black Power Bewegung setzte sich von Aktivisten wie Martin Luther King nicht nur dadurch ab, dass sie Gewaltlosigkeit und moderate Reformen ablehnten. Sie sprachen sich vor allem gegen diese Politics of Respectability, die Politik des Ansehens, aus. Organisationen wie die Black Panther Party, deren Gründer Huey Newton hier zu sehen ist, wollten sich gegen rassistische Gewalt zur Wehr setzen und waren unapologetically black, schwarz ohne Entschuldigung. Ein Begriff, der tatsächlich von einer schwarzen Aktivistin, Fresco Steese, 2018 im Kontext der Black Lives Matter Bewegung zum ersten Mal verwendet wurde, aber trifft auch auf die Black Power Bewegung zu. Diese Haltung der Black Power Bewegung bedeutete zum einen, dass Gruppen wie die Black Panther Party nicht vor Konfrontationen mit der Polizei zurückschreckten und diese sogar im Falle der Black Panthers bewaffnet folgten, um die Rechte von Afroamerikanern, die verhaftet wurden, zu schützen. Zum anderen bedeutete es,
dass Black Power-Aktivisten Rassismus in all seinen Formen lautstark kritisierten und gleichzeitig ihre schwarze Identität stolz und offen zelebrierten. Diese kompromisslose Haltung führte allerdings auch dazu, dass Black Power von den meisten weißen Menschen als Gefahr für die nationale Sicherheit angesehen wurde und als Symbol eines anti-weißen Rassismus. Wenn man nun die Mitglieder der Bürgerrechtsbewegung und ihren Führungsstil anschaut, dann wird klar, dass vor der Black Power-Bewegung alle afroamerikanischen Bürgerrechtsorganisationen von Männern aus der schwarzen Mittelschicht geleitet wurden. Die meisten davon waren Anwälte oder Pastoren, wie zum Beispiel Martin Luther King, den man hier rechts sieht. Von Politikern und Medienvertretern wurden diese Männer als die wichtigsten Personen des Freiheitskampfes angesehen. Ab Mitte der 50er Jahre wurde insbesondere Martin Luther King in den Medien zum alleinigen Führer der Bewegung stilisiert, was vor allem der Tatsache geschuldet war, dass er mit Hilfe seiner Organisation einige der medienwirksamsten Demonstrationen organisierte und medial omnipräsent war. Aber die Bewegung bestand nicht nur aus gut situierten Männern mittleren Alters. Vielmehr spielten junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Mitglieder aus der Arbeiterklasse eine tragende Rolle in der langen Bürgerrechtsbewegung. Und viele von ihnen orientierten sich an einem ganz anderen Führungsstil. Darunter waren zahlreiche Frauen, die ein Historiker einmal als das Rückgrat der Bewegung bezeichnet hat. Besonders im ländlichen Süden kamen Frauen zahlreicher zu Organisationstreffen und Demonstrationen. Ihr Aktivismus war essentiell, um die Bewegung in Hunderten von Gemeinden am Leben zu halten. Ältere Aktivisten wie Ella Baker wurden in manchen Fällen zu wichtigen Mentorinnen für junge Mitglieder. Sie folgten Bakers Motto »Strong people don't need strong leaders« und wollten gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, lokale Bewegungen selber zu führen. Auch in der Black Power-Bewegung dominierten Männer, wobei viele von diesen Männern aus der Arbeiterklasse stammten. Aber diese Männer verwehrten Frauen aktivere Rollen in der Bewegung mit dem Argument, dass afroamerikanische Männer zunächst Jahrhunderte rassistischer Erniedrigung durch weiße Männer abschütteln müssten. Diesem männlichkeitszentrierten Ansatz begegneten weibliche Mitglieder der Black Power-Bewegung aber mit immer mehr Widerstand. In manchen Fällen führten Frauen auch Black Power-Organisationen, wie zum Beispiel Elaine Brown, die den Vorsitz der Black Panther Party übernahm, als ihre männlichen Führer im Exil waren bzw. in Haft. Darüber hinaus entwickelte sich aus diesem weiblichen Widerstand ein schwarzer Feminismus, deren Einfluss noch heute in der Black Lives Matter-Bewegung zu sehen ist. Wie sieht es mit den Erfolgen der Bewegung aus? Ihre Erfolge sind vor allem auf die gewaltlosen Massenproteste zwischen 1955 und 1965 zurückzuführen, die an das Gewissen weißer Amerikaner appellierten und enormen politischen Druck aufbauten, der am Ende zur Verabschiedung bahnbrechender Bürgerrechtsgesetzgebung führte. Der Civil Rights Act von 1964 verbot rassistische Diskriminierung und beendete das gesetzlich verankerte System der Rassentrennung im amerikanischen Süden, wobei damit auch manche Formen von Diskriminierung im Norden eingedämmt wurden. Der Voting Rights Act aus dem Jahr 1965 beendete den systematischen Ausschluss von Afroamerikanern von Wahlen in den USA. Die Auswirkungen dieser Bundesgesetze haben die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung danach eindeutig und nachhaltig verbessert. Viele schwarze Bürgerinnen und Bürger bekamen dadurch bessere Bildungschancen, waren mit weniger Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert und konnten deshalb in die amerikanische Mittelklasse aufsteigen. Afroamerikaner konnten außerdem ihre Interessen in der Politik als Wähler und als Politiker besser vertreten. Während es 1964 zum Beispiel weniger als 200 gewählte schwarze Politiker in den USA gab, waren es im frühen 21. Jahrhundert fast 10.000. Die Wahl Barack Obamas wäre ohne die Bürgerrechtsgesetzgebung nicht möglich gewesen. Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch der Einfluss der Black Power-Bewegung, die schwarze Identität dezidiert positiv besetzte und damit die amerikanische Kultur nachhaltig beeinflusste.
Es war aber auch die Black Power-Bewegung, die bereits in den 60er Jahren lautstark argumentierte, dass Bürgerrechtsgesetze allein nicht ausreichen würden, um den Rassismus in den USA auszumerzen. Denn das schwarze Amerika sah sich nach dem Ende der Bürgerrechtsära nach wie vor mit enormen Benachteiligungen konfrontiert, die fast 50 Jahre später zur Gründung der Black Lives Matter-Bewegung führen würde. Rassistische Ressentiments waren genauso wenig verschwunden wie rassistische Diskriminierung. Viele weiße Menschen sahen und sehen schwarze Amerikaner in erster Linie als potenzielle Kriminelle an. Diese und andere Stereotype ziehen Ungleichbehandlung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nach sich. Im 21. Jahrhundert werden afroamerikanische Männer und Frauen im Vergleich zu weißen Menschen nach wie vor öfter von der Polizei kontrolliert und härter behandelt, erhalten härtere Strafen für gleiche Vergehen und werden bei der Jobsuche diskriminiert. Ein schwarzer Zahnarzt aus New Jersey berichtete zum Beispiel vor einem Kongressausschuss im Jahr 2001, dass er in seinem BMW mehr als 50 Mal von Verkehrspolizisten kontrolliert wurde, weil sie glaubten, dass er aufgrund seines teuren Autos ein Drogendealer sein musste. Sozialwissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Namen, die auf ihre dunkle Hautfarbe schließen lassen, auf der Jobsuche selbst ohne Bewerbungsbild und trotz guter Ausbildung nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Gleichzeitig sind Afroamerikaner nach wie vor Opfer von Alltagsrassismus. Weiße Menschen fühlen sich in Alltagssituationen allein von der Anwesenheit von Afroamerikanern bedroht und bezichtigen diese ohne Grund einer Straftat bzw. rufen die Polizei, um sie verhaften zu lassen. Schwarze Menschen sehen sich täglich konfrontiert mit Situationen wie dieser. Eine schwarze Studentin, die die Elite-Uni Yale besuchte, schlief 2018 im Aufenthaltsraum ihres Studentenwohnheims ein. Eine weiße Studentin rief daraufhin die Polizei, weil sie glaubte, die Afroamerikanerin müsse eine Obdachlose sein. Es handelt sich bei all diesen Formen von Diskriminierung nicht um unglückliche Missverständnisse oder Einzelfälle. Sie sind vielmehr Teil eines Systemic Racism, eines strukturellen Rassismus, der sich durch alle Bereiche der amerikanischen Gesellschaft zieht. Unter dem Hashtag Living While Black dokumentieren schwarze Twitter-Nutzer seit Jahren ihre Erfahrungen mit diesem Alltagsrassismus. Und es ist dieser strukturelle Rassismus, den die Black Lives Matter-Bewegung anprangert. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich ausführlicher über diese Bewegung sprechen und sie mit der Bürgerrechtsbewegung vergleichen. Black Lives Matter ist eine heterogene und mittlerweile globale Bewegung. Sie hat sich in der Movement for Black Lives zusammengeschlossen und in diesem Zusammenschluss übernimmt das Black Lives Matter Global Network die wichtigste Rolle. Diese zwei Organisationen sind als Koalition dutzender lokaler und nationaler Gruppen und Individuen zu verstehen, deren gemeinsames Ziel es ist, Rassismus in den USA zu bekämpfen. Die Bewegung begann 2013 als Hashtag #AdBlackLivesMatter. Es begann in den sozialen Medien nach der Ermordung des schwarzen Teenagers Trayvon Martin durch einen Wachmann in Florida im Jahr 2012. Drei schwarze Aktivistinnen riefen die Bewegung ins Leben und waren hauptverantwortlich für ihre beeindruckende Entwicklung. Nach dem Tod eines weiteren Afroamerikaners namens Michael Brown, der 2014 von einem weißen Polizisten in Ferguson, Missouri erschossen wurde, entwickelte sich Black Lives Matter von einem Hashtag zu einer großen, allgegenwärtigen Bewegung. Wenn man nach den Wurzeln der Bewegung sucht, muss man aber auch die Präsidentschaftswahl von 2008 mitbedenken. 2008, als Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt wurde. Ironischerweise verdeutlichte gerade seine historische Wahl, dass die Bürgerrechtsbewegung nur Teilerfolge erzielt hatte. Obamas Präsidentschaft führte vor Augen, dass es nicht ausreicht, einen schwarzen Mann im Weißen Haus zu haben, um die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Die Massenproteste, die in den USA seit 2012 fast jedes Jahr stattfinden, insbesondere nach der Tötung junger schwarzer Männer durch die Polizei, waren in vielerlei Hinsicht die Folge der Erkenntnis,
dass von der traditionellen Politik bzw. von schwarzen Politikern wenig Fortschritt zu erwarten war. Welche Ziele verfolgt nun Black Lives Matter? Black Lives Matter hat es sich zur Aufgabe gemacht, White Supremacy, das heißt den Mythos weißer Überlegenheit und den daraus resultierenden Rassismus, in all seinen Formen zu bekämpfen. Die Bewegung will vor allem rassistische Gewalt gegen schwarze Menschen verhindern. Und dabei geht es der Bewegung sowohl um rassistische Polizeigewalt, wie zum Beispiel die Tötung von George Floyd letztes Jahr, als auch um nichtstaatliche Gewalt, zum Beispiel der Tod von Ahmaud Arbery, einem Afroamerikaner, der von zwei weißen Männern in einem kleinen Ort in Georgia im Februar 2020 beim Joggen erschossen wurde. Black Lives Matter ist der Versuch, solchen Formen rassistischer Gewalt und der systematischen Abwertung schwarzen Lebens in den USA entgegenzutreten. Die Movement for Black Lives hat ihre antirassistischen Ziele in einem Dokument konkretisiert, das sie Vision for Black Lives genannt haben. Und es zeigt, dass es der Bewegung um tiefgreifenden und nachhaltigen Wandel geht. In dem Dokument fordert die Bewegung ein Ende des Krieges gegen die schwarze Gemeinde. Dieser Krieg richtet sich laut der Bewegung gegen viele verschiedene schwarze Menschen, gegen Jugendliche, gegen Frauen, Homosexuelle und andere Mitglieder der LGBTQ-Community, Behinderte und Migranten. In diesem Zusammenhang will die Movement for Black Lives Gefängnisse und die Todesstrafe abschaffen und fordert tiefgreifende Veränderungen in der Polizeiarbeit. So fordert sie zum Beispiel ein Ende der polizeilichen Überwachung schwarzer Gemeinden, aber auch die Abschaffung von Kautionen für arme, verhaftete Afroamerikaner, die noch vor einer Anklage für lange Zeit in Haft sitzen müssen, weil sie sich die Kaution nicht leisten können. Es geht der Bewegung hierbei vor allem darum, den Blick auf die Mitglieder der schwarzen Gemeinde zu richten, die früher von den Führern der gewaltlosen Bürgerrechtsbewegung ignoriert wurden. Arme Menschen, Mitglieder der Arbeiterklasse und solche Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. In diesem Kontext spricht sich die Movement for Black Lives auch wie Teile der Black Power Bewegung für Reparationen für Jahrhunderte rassistischer Diskriminierung aus und auch für andere Formen finanzieller Unterstützung für die afroamerikanische Bevölkerung. Es geht Black Lives Matter im Gegensatz zum Mainstream der Bürgerrechtsbewegung also um einen grundlegenden strukturellen Wandel in der amerikanischen Gesellschaft. In diesem Zusammenhang argumentieren viele Black Lives Matter-Aktivisten, dass der Kapitalismus ein Grundpfeiler dieses rassistischen Systems ist und Benachteiligungen und Armut unter Afroamerikanern aufrechterhält. Diesen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Rassismus hatten sowohl Black Power-Aktivisten als auch Martin Luther King, jedenfalls in seinen letzten zwei Lebensjahren, gesehen und erkannt. Aber damals war niemand bereit, Reformen zu unterstützen, die am Ende die Grundpfeiler des amerikanischen Staates in Frage stellten. Und wie die Black Power Bewegung bekennt sich Black Lives Matter zu einer politisierten schwarzen Identität. Auch ihre Mitglieder sind unapologetically black, schwarz ohne Entschuldigung. Sie weisen damit den rassistischen Mythos der weißen Überlegenheit zurück und bekennen sich sowohl zur Erfahrungswelt gewöhnlicher Afroamerikaner als auch zur Geschichte schwarzer Unterdrückung in den USA als gemeinschaftsstiftender Basis. Die Black Lives Matter steht in Bezug auf ihre ambitionierten Ziele allerdings vor einer großen Herausforderung. Der strukturelle Rassismus des 21. Jahrhunderts kann nicht wie in den 60er Jahren durch eine Reihe von Bundesgesetzen eingedämmt werden. Rassistische Ressentiments durchziehen alle Bereiche der Gesellschaft und lassen sich schwer in Gesetzestexten fassen. Darüber hinaus wird es kaum möglich sein, den geforderten fundamentalen Wandel innerhalb weniger Jahre auf den Weg zu bringen. Aus diesem Grund geht es der Black Lives Matter Bewegung vor allem darum, zunächst die öffentliche Meinung zu beeinflussen und gegen konkrete Fälle von Rassismus in den USA zu protestieren, wenn sie auftreten. Vor allem dann,
wenn schwarze Menschen durch die Polizei oder das Justizsystem misshandelt, getötet oder benachteiligt werden. Um diese verschiedenen Ziele zu erreichen, verfolgt Black Lives Matter Strategien, die denen der Bürgerrechtsbewegung sehr ähnlich sind. Die wichtigste Strategie ist, wie in den 60er Jahren, gewaltloser, aber durchaus konfrontativer Protest, der die öffentliche Ordnung stört und immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei geführt hat. Zwischen 2012 und 2019 gab es gewaltlose Proteste in Hunderten von Städten mit Zehntausenden von Teilnehmern. Aber die meisten und größten Black Lives Matter-Proteste fanden im Mai und Juni 2020 statt, nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten. Es waren die größten Demonstrationen seit der Bürgerrechtsära, an denen nicht nur afroamerikanische, sondern auch weiße, hispanische und asiatische Menschen teilnahmen. Schätzungen zufolge haben 15 bis 26 Millionen Menschen an diesen Demonstrationen teilgenommen. Und es sind solche Großdemonstrationen, die das Thema Polizeigewalt und Rassismus im öffentlichen Bewusstsein verankern und die Politik unter Druck setzen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im 21. Jahrhundert wird diese Proteststrategie natürlich durch die sozialen Medien enorm vereinfacht. Mithilfe von Twitter und Facebook können Videobeweise für rassistische Polizeigewalt innerhalb von Sekunden an Millionen von Menschen verschickt werden. Die damit verbundenen Aufrufe zu gewaltlosem Protest können danach ebenso schnell organisiert und koordiniert werden. Diese neuen Kommunikationstechnologien sind deshalb zu essentiellen Werkzeugen der Black Lives Matter-Bewegung geworden. Die konfrontative Haltung der Bewegung und die teilweise heterogene Zusammensetzung der Demonstrationen hat allerdings auch dazu geführt, dass es immer wieder zu Sachbeschädigungen und manchmal sogar zu Plünderungen während Protesten kam. Es handelt sich hier in der Regel um eine gewaltbereite Minderheit, die nicht unbedingt mit Black Lives Matter verbunden ist. Aber die Gewalt hat doch dem Image der Bewegung teilweise geschadet. Diese Problematik wurde vor allem während des letztjährigen Präsidentschaftswahlkampfes deutlich, als Donald Trump und andere rechte Kommentatoren warnten, dass die Black Lives Matter-Bewegung Amerika in Schutt und Asche legen würde. Präsident Donald Trump ging sogar noch weiter und bezeichnete Black Lives Matter im Juni 2020 als a symbol of hate, als Symbol des Hasses. Nach dem Wahlsieg von Joe Biden sind keine Städte zerstört worden und hasserfüllte Gewalt ging zum Beispiel bei der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021 von Trumps eigenen Anhängern aus, die im Gegensatz zu Black Lives Matter-Aktivisten überraschend höflich von Polizisten behandelt wurden. Rechtsextreme Verunglimpfungen haben auf jeden Fall die Stoßkraft der Bewegung etwas geschmälert und haben die Bewegung Unterstützung gekostet. Black Lives Matter hat sich von allen Formen von Gewalt distanziert, ist aber vor dem Hintergrund dieser rechten Kritik auch nicht bereit, Kompromisse in ihrem Aktivismus einzugehen. Ähnlich wie die Black Power-Bewegung hält Black Lives Matter wenig von der Politics of Respectability, also der Politik des Ansehens, und grenzt sich damit von der Idee der Bürgerrechtsbewegung ab, den Werten und Normen der weißen Mittelklasse entsprechen zu müssen. Der Deutungsrahmen, in den ihre Ziele eingebettet werden, unterscheidet sich deshalb grundlegend von dem, den Martin Luther King in den 60er Jahren anbot. Während King den schwarzen Freiheitskampf im Kontext der amerikanischen Verfassung und christlicher Nächstenliebe diskutierte, verlangt Black Lives Matter die Menschlichkeit und Widerstandskraft schwarzer Menschen vor dem Hintergrund rassistischer Gewalt anzuerkennen. So schreibt das Global Black Lives Matter Network auf seiner Website: "We affirm our humanity, our contributions to the society and our resilience in the face of deadly oppression." Wie für Teile der Bürgerrechtsbewegung sind für Black Lives Matter Graswurzelinitiativen aber ebenso wichtig wie gewaltlose Demonstrationen. Sie folgen dabei bewusst den Ideen der bereits erwähnten Aktivistin Ella Baker, die argumentierte, dass starke Menschen
keine starken Führer bräuchten. Aus diesem Grund versuchen Black Lives Matter-Gruppen häufig, Rassismus auf lokaler Ebene entgegenzutreten. Gleichzeitig versuchen sie, Druck auf Polizei und Politik aufzubauen, indem sie zeigen, dass lokale rassistische Vorfälle Teil eines nationalen Musters der Unterdrückung sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Fall von Marissa Alexander. Marissa Alexander ist eine Afroamerikanerin aus Florida, die sich und ihre Kinder 2012 gegen ihren von ihr getrennten Mann mit einem Warnschuss verteidigt hatte. Ihre Waffe war registriert und bei der Konfrontation wurde niemand verletzt. Dennoch wurde sie zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Und es war nur aufgrund einer von Black Lives Matter organisierten Free Marissa Now-Bewegung, dass ihre Strafe am Ende auf 3 Jahre reduziert wurde. Der Fall von Marissa Alexander zeigt übrigens auch, wie wichtig es der Bewegung ist, die oft vernachlässigte Unterdrückung von schwarzen Frauen publik zu machen. Allerdings setzt die Black Lives Matter-Bewegung auch andere Strategien ein, um ihre Ziele zu erreichen, darunter eine politische Strategie. Die Bewegung lehnte anfangs traditionelle Formen der Politik ab, weil sie als nicht zielführend angesehen wurden. Aber der Sieg Donald Trumps in der Präsidentschaftswahl von 2016 hat bei vielen Aktivisten zum Umdenken geführt. Das Mobilisieren schwarzer Wählerinnen und Wähler gehört deshalb mittlerweile auch zum strategischen Arsenal der Bewegung. Und diese Strategie hat sicherlich mit zum Wahlsieg Joe Bidens im November 2020 beigetragen. Mitglieder von Black Lives Matter bewerben sich auch immer wieder selber um politische Ämter, um ihre Forderungen direkt ins politische System zu tragen. Eine der erfolgreichsten politischen Kampagnen war die der langjährigen Aktivistin Cori Bush, die aufgrund ihres Wahlsiegs im November 2020 als erste Afroamerikanerin überhaupt den Bundesstaat Missouri im US-Repräsentantenhaus vertreten wird. Der Wahlsieg der alleinerziehenden Krankenschwester Cori Bush sagt viel aus über die Mitglieder und die Führungsstrategie und den Führungsstil von Black Lives Matter. Die Bewegung wird in erster Linie von jungen schwarzen Menschen geführt und hat sich einer demokratischen Führungskultur verschrieben, die in der Bürgerrechtsära nicht denkbar gewesen wäre. Während die Mainstream-Bewegung der 50er und 60er Jahre von schwarzen, heterosexuellen Männern aus der Mittelklasse in einer Top-Down-Manier geführt wurde, ist Black Lives Matter dezidiert dezentralisiert, setzt auf basisdemokratische Führungsprozesse und macht die Belange von Frauen, homosexuellen Menschen, Transgender-Menschen und anderen marginalisierten Gruppen zu zentralen Eckpfeilern ihres Aktivismus. Der militante schwarze Feminismus, der im Zuge der Black Power-Bewegung in den 70er Jahren entstand, schlägt sich ebenfalls in der Zusammensetzung und im Führungsstil der Bewegung nieder. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die Schriften von Black Power-Aktivistinnen wie Angela Davis die Bewegung nachhaltig geprägt haben. Obwohl Black Lives Matter von schwarzen Menschen geführt wird, kann sie auf die Unterstützung von Millionen weißer und hispanischer junger Menschen zählen. Im Mai und Juni 2020 wurden viele der Demonstrationen, die spontan nach dem Tod von George Floyd stattfanden, zu großen Teilen von jungen weißen Bürgern getragen. Im Vergleich zur Vergangenheit sind sich sehr viele weiße Menschen, vor allem junge Menschen, ihrer privilegierten Stellung in der amerikanischen Gesellschaft bewusst und sind bereit, strukturellen Rassismus aktiv zu bekämpfen. Diese Unterstützung hat die Schlagkraft der Bewegung enorm erhöht. Wie sieht es nun mit den Erfolgen von Black Lives Matter aus, die, wie gesagt, erst seit 6 Jahren existiert? Umfragen zeigen, dass die Bewegung große Teile des weißen Amerikas davon überzeugt zu haben scheint, dass struktureller Rassismus existiert und dass dieser vor allem in der Polizeiarbeit zum Ausdruck kommt. Die Bewegung hat es geschafft, das Thema Rassismus und Polizeigewalt auf die politische Agenda zu setzen und es im Bewusstsein des weißen Amerikas zu verankern. Der von Black Lives Matter angestoßene Bewusstseinswandel hat zu sichtbaren Veränderungen geführt. Vor allem die Proteste nach dem Tod von George Floyd haben zu einem erstaunlich schnellen Umdenken in Bezug auf rassistische Symbole in der amerikanischen Kultur, Politik und Wirtschaft geführt. Dieses Umdenken betrifft vor allem die Erinnerung an die Sklaverei
und den amerikanischen Bürgerkrieg. Innerhalb weniger Wochen nach dem Beginn der Proteste im Mai 2020 wurden zahlreiche Denkmäler entfernt, die Soldaten der Südstaaten und damit auch den Mythos der weißen Überlegenheit glorifizierten. Selbst in den Gebäuden des US-Kongresses wurden Statuen von Politikern entfernt, die die Sezession des Südens im 19. Jahrhundert unterstützt hatten. Viele amerikanische Unternehmen haben überdies damit angefangen, das Design von Produkten neu zu gestalten, die immer noch rassistische Stereotype zu Werbezwecken verwenden. Man muss hier allerdings bedenken, dass derartige Veränderungen auch deshalb so rasch möglich waren, weil sie weder ein politisches noch ein wirtschaftliches Risiko bergen. Die Entfernung rassistischer Symbole wird von großen Teilen der Öffentlichkeit unterstützt und erfordert keinerlei strukturelle Anpassungen in der amerikanischen Gesellschaft. Wenn es hingegen um die tiefgreifenden, strukturellen Reformen geht, die Black Lives Matter vor allem in der Polizeiarbeit fordert, ist die Unterstützung des weißen Amerikas weniger enthusiastisch. Polizisten stehen zwar mittlerweile unter stärkerer Beobachtung und werden für die Misshandlung oder Tötung von Afroamerikanern früher entlassen, früher diszipliniert oder früher angeklagt, doch Verurteilungen sind nach wie vor eher selten. Auf bundesstaatlicher Ebene, wie zum Beispiel in Minnesota, wurden 2020 eine Reihe von Reformen verabschiedet, die Veränderungen in der Polizeiarbeit vorsehen und bestimmte Verhaftungstechniken, wie zum Beispiel Würgegriffe, verbieten. Aber insgesamt gesehen ist die Debatte über rassistische Polizeigewalt wieder einmal in den Hintergrund getreten. Und es bleibt abzuwarten, ob Präsident Joe Biden mit seinen hauchdünnen demokratischen Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses Gesetze verabschieden kann, die Misshandlungen und Tötungen schwarzer Menschen verhindern oder es wenigstens erleichtern, Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Aber selbst solche Bundesgesetze sind aufgrund des föderalistischen Systems der USA nur bedingt wirksam. Und jegliche Art von Reform muss von politisch mächtigen Polizeigewerkschaften unterstützt werden, die bisher keine Bereitschaft zeigen, ihre Ansätze grundlegend zu ändern oder Reformen flächendeckend umzusetzen. Außerdem hat die Präsidentschaft Donald Trumps gezeigt und nicht zuletzt die Erstürmung des Kapitols im Januar 2021 durch seine Anhänger, dass der amerikanische Rechtsextremismus stärker denn je ist. Dieser rechtsextreme Widerstand wird es für die Black Lives Matter-Bewegung mittelfristig schwer machen, ihre Ziele zu erreichen. Am Ende möchte ich noch einmal auf meine Ausgangsfrage zurückkommen. Ist Black Lives Matter die neue Bürgerrechtsbewegung? Wenn man ihre Ziele, Strategien und ihren Führungsstil untersucht, ist die Black Lives Matter-Bewegung eine Art Mischung aus gewaltloser Bürgerrechtsbewegung und der Black Power-Bewegung. Sie setzt auf gewaltlosen Protest und Graswurzelinitiativen, um Druck auf die Politik auszuüben und gleichzeitig Rassismus auf lokaler Ebene zu bekämpfen. Ihre Mitglieder sind aber wie die Black Power-Bewegung weniger bereit, Kompromisse einzugehen und sich den Normen und Werten der weißen Mittelklasse anzupassen. Ihr Aktivismus speist sich aus der Überzeugung, dass die von der amerikanischen Gesellschaft marginalisierten Mitglieder des schwarzen Amerikas lange genug zum Schweigen verdammt waren. Rassistische Unterdrückung, so ihre Botschaft, muss beim Namen genannt werden, auch wenn viele weiße Menschen diese Botschaft nicht hören wollen. Dazu gehört auch, schwarze Identität positiv zu besetzen und eine Gemeinschaft zu schaffen, deren Zusammenhalt sich aus der geteilten Erfahrung rassistischer Unterdrückung speist. Abschließend bleibt mir nur darüber zu spekulieren, wie die Zukunft aussehen könnte. Es ist schwierig vorherzusagen, wie tiefgreifend der strukturelle Wandel sein wird, den die Black Lives Matter-Bewegung so vehement fordert. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung in den nächsten Jahren grundlegend ändern wird. Die meisten Veränderungen werden wahrscheinlich eher auf lokaler oder auf bundesstaatlicher Ebene stattfinden. Und hier hat Black Lives Matter bereits viele Erfolge vorzuweisen. Aber in vielerlei Hinsicht steht die Bewegung noch am Anfang. Die lange Bürgerrechtsbewegung brauchte mehr als 4 Jahrzehnte, um mit der Bürgerrechtsgesetzgebung der 60er Jahre eines ihrer wichtigsten Ziele zu erreichen. Es ist denkbar, dass ein ähnlich langer Zeitraum vergehen wird, bevor die Black Lives Matter-Bewegung
der ersten nachhaltigen Früchte ihres Aktivismus ernten kann. Vielen Dank.